Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Swobo. Der Sommer ist angekommen, die Winterjacke ist eingemottet und es ist die Zeit, viele wunderschöne Touren bei angenehmen Temperaturen zu unternehmen. Ich bin bisher nie mit einer speziellen kurzen Radhose gefahren und darum freut es mich umso mehr, dass mir die Firma Cycold jetzt eine zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt hat. Und zwar diese kurze Mountainbike-Hose und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Hose besteht zu 90% aus Polyester und 10% Elastan und fühlt sich auch ganz angenehm an, der Stoff, und ist auch sehr leicht. Ich habe die Hose jetzt ja schon getragen und auch auf der Haut fühlt sie sich sehr angenehm an. Man merkt sie praktisch kaum. Ich habe in normalen Jeans die Größe 34, eher Richtung 36. Das ist hier jetzt die L, da passe ich gut rein. Größe L 44. Im Bund ist hier so ein Gummi verarbeitet, dass sie sich ein bisschen anpasst, ein bisschen dehnbar ist und auch noch diese Kordel, um sie festzuziehen, sodass ich diese Hose auch gut ohne Gürtel tragen kann, dass sie sicher sitzt, auch während des Fahrens. Der Stoff ist ein bisschen elastisch, das heißt, dieses Grau kann man ein bisschen dehnen. Hier sind ja diese schwarzen Abnäher drin, die so elastisch sind wie bei einer Radsporthose, richtig dehnbar. Und was ich richtig gut fand, und beim Fahren hat sich das auch als angenehm herausgestellt, dass da, wo ich auf dem Sattel sitze, praktisch auch dieser Stretchstoff ist. Das heißt, dass von innen hier auch gar keine Nähte sind. Also praktisch hier, wo ich aufsitze, dann keinen Punkt habe, der irgendwie drückt durch Nähte. Das fand ich sehr angenehm am Fahren. Die Hose hat zwei Fronttaschen, eine Gesäßtasche, die linke Beintasche mit Reißverschluss und die rechte mit Klettverschluss und der Möglichkeit, zum Beispiel den Schlüsselbund zu sichern. Die Gesäßtasche hat ebenfalls einen Reißverschluss. Diese Tasche finde ich aber nicht so sehr nützlich für eine Radhose. Was soll ich da während der Fahrt reinstecken? In der Beschreibung steht, man kann da sein Smartphone reinstecken. Das würde mich beim Fahren aber doch unwahrscheinlich stören. Ich bin in der letzten Woche ca. 200 Kilometer mit der Hose unterwegs gewesen und zwar hauptsächlich auf den Fahrten zur Arbeit mit meinem Speed Pedelec. Meine größte Sorge im Vorfeld war die Materialbeschaffenheit. Das ist ja zu 90% Polyester. Wie macht sich das auf der Haut? Macht das Hautirritation? Merke ich das, wenn das auf der Haut reibt? Schwitze ich da besonders viel drin, weil das Polyester ist? Aber diese Sorge hat sich als unbegründet erwiesen. Die Hose ist atmungsaktiv genug, dass ich da nicht übermäßig drin geschwitzt habe während der Fahrt. Was ich wirklich als gut herausgestellt habe, ich habe das vorhin ja schon erwähnt, ist, dass hier unten im Sitzbereich praktisch der Stoff hier quer genäht ist, dass ich keine Naht habe, auf der ich sitze. Und was auch wirklich gut ist, ist der Preis der Hose. Die Hose kostet 29,99 Euro im Moment. Es gibt sie in Grau, in Grün und in Schwarz und ich kann sie wirklich nur empfehlen. Und das auch nicht nur, weil ich sie jetzt umsonst von Firma Cycold zur Verfügung gestellt bekommen habe. Nein, ich werde sie auch weiter tragen und das nicht nur beim Radfahren. Das ist ja keine spezielle Radhose aus meiner Sicht. Ist jetzt ja auch kein Radeinsatz drin. Man kann die auch so benutzen. Ich habe die auch schon bei der Gartenarbeit getragen. Ja, das soll es zu diesem Thema hier heute gewesen sein. Ich verabschiede mich bei euch, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Swobo.